Im zweiten Teil der Betrachtung des Menschen im Rahmen der Mensch-Maschine-Kommunikation wollen wir uns der Psychologie der visuellen Wahrnehmung zuwenden. Dazu betrachten wir insbesondere den Sehsinn nochmal genauer, über den ja, wie eingangs erwähnt, die meisten Informationen aufgenommen werden und den wir auch im Rahmen unseres Beispiels am meisten benötigen werden. Unser Gesichtsfeld ist eine liegende Ellipse. Das heißt, wir schauen in die Breite eben einen deutlich größeren Winkel direkt, ohne dass wir irgendetwas bewegen müssen, als in der Höhe. Das hat sich ergeben, weil wir unsere Augen nebeneinander angeordnet haben und letztlich hat noch einiges anderes evolutionäres Einfluss drauf, ohne hier näher drauf eingehen zu wollen. Unsere Wahrnehmung überstreicht einen Bereich von minus bis plus 100 Grad horizontal, wobei wir nur im Zentrum ein gutes Farbsehen haben und die Symbole sogar, sprich die eigentliche Gehirnverarbeitung, adaptiv nur in den zentralen 30 Grad stattfindet. Wörter ist noch enger, da sind wir nur noch bei 10 Grad ungefähr. Das heißt, da führen wir ja auch laufend die Augen nach, wenn wir ein Buch lesen zum Beispiel. Vertikal bewegt sich das Ganze hier von 55 bis 80 Grad, wobei der Bereich des Farbsehens auch hier wieder eingeschränkt ist. Unsere typische Sehlinie ist eben leicht unterhalb der horizontalen, weswegen ja zum Beispiel Bildschirme in der Regel auch so angeordnet werden, dass sie mit der Oberkante auf ungefähr Augenhöhe abschließen, weil das eben angenehm sein soll. Diese liegende Ellipse führt übrigens auch dazu, dass wir heute Breitband- und Breitbildschirmformate bevorzugen, weil sie eben unser Gesichtsfeld am ehesten widerspiegeln. Ob das jetzt 16:9, 18:9 oder 21:9 sei, lassen wir mal dahingestellt. Und Sie merken auch, dass für einige Anwendungszwecke 16:10 oder gar 3:2 doch praktischer wäre. Aber in die Richtung entwickelt es sich aktuell. Unser Sehsinn hat nicht nur ein gewisses Gesichtsfeld, sondern auch eine gewisse Auflösung. Räumlich können Sie etwa eine Bogenminute auflösen. Das bedeutet, in 10 Meter Entfernung sehen Sie ungefähr 3 mm noch scharf. Zeitlich lösen Sie nur 15 bis 50 Millisekunden auf. Das kennen Sie aus dieser Betrachtung, dass man sich zum Beispiel 60 Frames per Second in Spielen wünscht. Und wenn Sie diese Sekunde aufteilen auf 60, dann kommen Sie eben gerade auf diese 16 Millisekunden, also an die untere Grenze, sodass das Auge nicht mehr wahrnimmt, dass das Ganze aus Einzelbildern zusammengesetzt wird. Die Sehschärfe variiert auch. In der Mitte, in Ihren mittleren 2 Grad, da haben Sie eine maximale Schärfe. In der Peripherie wird es viel weniger, sodass, wenn Sie scharf sehen wollen und etwas nicht genau in der Mitte liegt, Sie eben Augen bewegen müssen. Über Augenbewegungen erreichen Sie minus 15 bis plus 15 Grad, symmetrisch nach links und rechts, vertikal 0 bis minus 30, also genau diesen Bereich unterhalb der horizontalen. Wenn das auch nicht mehr reicht, dann müssen Sie eben den Kopf bewegen. Woher ergibt sich das mit der Sehschärfe in der Mitte? Naja, einerseits kann das Gehirn so die Verarbeitung einschränken, was es ja ohnehin schon tut, wie Sie auf der vorigen Folie gesehen haben. Und gleichzeitig war der Mensch ja immer ein Fluchttier auch, sodass man in der Mitte scharfes Sehen benötigte, um eben präzise zu arbeiten, gerade auch in Übereinstimmung mit den Händen als einem der mächtigsten Werkzeuge in der Natur. Während in den Außenbereichen es insbesondere wichtig war, Bewegungen, gerade schnelle Bewegungen wahrnehmen zu können, falls von dort ein angreifendes Tier auf den Plan tritt. Und deswegen nimmt auch das Farbsehen nach außen hin ab, wie Sie eben gesehen haben, weil es schlicht für die Erkennung der Bewegungen nicht relevant ist. Das Auge selber hat nochmal gewisse Regelungsmechanismen. Das eine ist die Akkommodation. Das Auge stellt sich ein auf eine gewisse Entfernung. Sie kennen das bei einer Kamera, dass sie auf einen nahen oder einen fernen Bereich fokussieren kann. Und dieses Fokussieren brauchen Sie wiederum für beide Augen dann Übereinstimmung. Man kennt Divergenzen, das kennen Sie, wenn Sie versuchen, auf diese Autostereogramme, also auf diese gedruckten, eigentlich also nur 2D-Bilder zu schauen, die Ihnen aber einen dreidimensionalen Eindruck geben, wenn Sie bewusst etwas schielen. Die Adaptation
Die sorgt für eine Hell-Dunkel-Anpassung. Sie wissen auch, dass wenn Sie im Dunkeln waren, Ihre Pupillen stark geweitet sind. Und was Sie hier sehen, ist, dass Dunkel auf Hell wesentlich schneller funktioniert als Hell auf Dunkel. Einfach deshalb, weil isolierte Impulse, auch die schnell kommen und die vielleicht Gefahr signalisieren, auch eher hell sind, während die Dunkelheit typischerweise langsam einsetzt. Deswegen genügte das evolutionär völlig. Wir waren eben dabei, dass Sie an manchen Stellen Augen bewegen müssen und die Augen bewegen sich laufend. Man nimmt das aber typischerweise nicht wahr. Die Augen führen eine sogenannte Saccade durch. Die dauert ungefähr 50 Millisekunden, passiert also regelmäßig. Und danach kann das Auge wieder eine Fixation durchführen, also einen bestimmten Gegenstand fixieren. Und dann, dass beide Augen gleichzeitig zu, haben Sie dann in Ihrem scharfen Gesichtsfeld diesen 3D-Eindruck, wo das Gehirn über den Versatz zwischen den Augenbildern interpretiert, wie ein dreidimensionaler Gegenstand tatsächlich aussieht und eben auch über die Erfahrung. Und Sie sehen dann hier rechts in der Zeichnung auch, dass natürlich davor und dahinter, wenn Sie nicht passend fokussieren, es eben diese Doppelbilder gibt. Manche mögen das schon gesehen haben, wenn man sehr müde wird. Manche mögen es unter Einfluss von Alkohol schon erlebt haben, dass man eben Doppelbilder sieht. Dann letztlich kann auch auftreten, dass Sie ein Flimmern wahrnehmen. Und Sie kennen das normalerweise bei Helladaptationen, liegt es etwa bei 70 Hertz. Deswegen hat man früher ja auch empfohlen, stell deinen Bildschirm mindestens auf 100 Hertz ein. Und was Sie auch kennen, vielleicht von Beamern, die mit einem Farbrad arbeiten, dass Sie vor das eigentliche Panel drehen, um mehrere Farben mit nur einem Panel erzeugen zu können. Da kennen Sie vielleicht, dass wenn Sie leicht an der Leinwand vorbeischauen, Sie dann eher dieses Flimmern wahrnehmen, das durch diese Farbdarstellung, die nacheinander erfolgt, auf der Leinwand auftritt. Natürlich fällt es auf der Leinwand besonders auf, weil das Ganze eben auch mit der Fläche steigt. Obendrein interessanterweise steigt das auch mit der Müdigkeit und natürlich tragen auch Helligkeit und Kontrast dazu bei, dass Sie dieses Flimmern eher wahrnehmen. Bei Dunkeladaptation sehen Sie das erst ab ca. 20 Hertz, also bei deutlich niedrigeren Frequenzen. Wie können wir uns jetzt die Erfahrungen auch zunutze machen, die wir gespeichert haben? Und wie können wir Dinge so anordnen und ihnen eine solche Form oder Farbe geben, dass man als Mensch das Ganze besonders einfach, besonders geschickt, besonders gut aufnehmen kann und von den Erfahrungen auch profitieren kann? Da ist jetzt insbesondere die Gestalttheorie nach Max Wertheimer zu nennen. Wie Sie sehen, lebte er um die Jahrhundertwende des 19. 20. Jahrhunderts und hat ab Beginn des 20. Jahrhunderts eben verschiedene Studien zur Kognitionsforschung durchgeführt. Und daraus entstanden dann insgesamt über 100 sogenannte Gestaltgesetze. Sie werden gleich sehen, das sind einfach Beobachtungen, die zeigen, dass in bestimmter Weise dargestellte Dinge bestimmte Vorzüge haben bei der Informationsdarstellung oder Aufnahme. Schauen wir uns einige Beispiele dazu an. Das erste wäre das Gesetz der Nähe. Benachbarte Elemente nehmen Sie als zusammengehörig wahr, auch wenn Sie andere Form, Größe oder Farbe haben mögen. Das kann räumliche Nachbarschaft sein, wie Sie jetzt hier unten in diesen Spalten oder in diesen Zeilen sehen. Es kann aber auch zeitliche Nachbarschaft sein, sprich, wie schnell hintereinander nehme ich bestimmte Dinge wahr. Im Übrigen noch einmal die Anmerkung, warum sind die Folien hier rot-schwarz durchsetzt? Weil eben genau die rote Information, die für unseren Test eingangs der Praxisphase relevante Information ist, die Sie dann beherrschen müssen. Sollte bei einer Folie der Titel gefärbt sein, so wie hier, gehe ich natürlich schon davon aus, dass Sie die Folie insgesamt verstanden haben. Sollten nur Bereiche in der Folie gefärbt sein, dann genügt es, jeweils die Dinge, die unter einer Überschrift kommen oder die wesentlichen Satzelemente zu beherrschen. Sie sehen also hier, dass diese Zahlenkolonnen sich in räumlicher Nachbarschaft befinden, einmal Zeilen, einmal spaltenweise, und dass dadurch ein ganz anderer Eindruck entsteht. Sie sehen, dass die Zahlen hier immer dieselben sind. Also man kann allein durch die entsprechende Platzierung von Weißraum, von Leerraum, was ja auch aktuell im Oberflächendesign sehr modern ist, entsprechend Weißraum zu verwenden, kann man einen bestimmten Eindruck der Zusammengehörigkeit erzeugen.
Wie kann sowas angewendet aussehen? Ich habe links ein Formular, auf dem die Elemente zwar sauber in einer Flucht jeweils dargestellt sind und auch jeweils das Label, die Beschriftung neben dem eigentlichen Datenfeld steht. Also ausgerichtet ist alles vernünftig. Gleichzeitig sehen alle Elemente so aus, als stünden sie hier gleichwertig nebeneinander und ich kann hier auch keine logischen Blöcke erkennen. Wenn ich jetzt das Ganze etwas anders ausrichte, dann habe ich zwar mehr Fluchten, die hier drin stecken. Es sieht vielleicht im ersten Moment nicht ganz so sauber aus. Es ist aber logisch für Sie wesentlich leichter zu erfassen, weil eben die Dinge so angeordnet sind, wie Sie es nach Ihrer Erfahrung kennen. Oben eben die persönlichen Informationen, die Sie zum Beispiel auf einen Briefumschlag draufschreiben würden. Weiter unten dann die Adresse und Kontonummer nochmal als separater Block, den Sie bei einem reinen Anschreiben vielleicht gar nicht benötigen. Weiteres Beispiel der Gestaltgesetze, hier das Gesetz der Gleichheit oder Ähnlichkeit. Gleichartige Elemente empfinden Sie ebenfalls als zusammengehörig. Also das heißt, sowohl Nähe als auch Gleichheit tragen bei zu Ihrem Eindruck. Gleichheit können Sie jetzt über ganz verschiedene Dinge erzeugen. Einmal über die Farbe, zum anderen aber auch über zum Beispiel Helligkeit, wie Sie hier unten an diesen Buchstaben erkennen. Das mag eben Farbe, sowohl der Grauton sein, als auch in Helligkeit ist der Grauton einfach nur abgetönt. Größe, Sie sehen hier, dass diese Elemente alle gleich groß sind. Orientierung, sie sind entsprechend ausgerichtet und auch gleiche Form. Damit nehmen Sie diese Buchstaben eben als sehr zusammengehörig wahr. Sie nehmen aber auch wahr, dass zwischen den dunklen möglicherweise ein Unterschied besteht zur Menge der hellen. Ein Beispiel auch hier wieder mit dem Dialog. Sie können also Gleichartiges und Unterschiedliches auch so betonen. Sie sehen diese beiden Schaltflächen unten, diese beiden Knöpfe. Wenn die aussehen wie ein Textfeld, dann ist das wesentlich schlechter wahrzunehmen, als wenn die tatsächlich erhaben 3D daher kommen. Etwas, das man momentan nicht ganz so sehr schätzt im UI-Design. Da scheinen alle Elemente flach werden zu müssen. Und Sie sehen auch, dass man hier zum Beispiel einen Fehler klarer darstellen kann, indem man zum Beispiel neben der Meldung über die Farbe auch transportiert, welche Felder hier zu bearbeiten sind. Als drittes Beispiel habe ich Ihnen das Gesetz der guten Fortsetzung mitgebracht. Elemente, die räumlich oder zeitlich in einer einfachen harmonischen Folge angeordnet sind, die erscheinen als zusammengehörig. Ja, Sie können die Fortsetzung schaffen, entweder über die sozusagen lineare Anordnung, das kennen Sie an einigen Stellen, wenn Sie als Kind früher so Fäden durch ein Labyrinth folgen sollten, dann gingen Sie auch davon aus, dass die nicht an einer Ecke plötzlich abknicken. Sie können natürlich das Ganze auch über ein Gesetz, eine Funktion beschreiben oder ähnliches. Und nach Möglichkeit sollte diese Fortsetzung eben möglichst einfach sein. Nächstes Gesetz wäre das Gesetz zur Schließung oder Geschlossenheit. Sie vervollständigen instinktiv Konturen, weil Sie Erfahrungswissen über Figuren haben und Sie versuchen auch da wieder die möglichst einfache, regelmäßige Figur anzunehmen. Sie unterscheiden auch zwischen Innen und Außen oder zwischen Figur und Hintergrund. Und Sie gehen einfach davon aus, der kleinere Teil meistens ist das Innen, der größere das Außen. Und die Figur wird hier den kleineren Teil bilden oder abtrennen oder umschließen. Sie sehen auch, eine Lücke vervollständigen Sie sofort zum Kreis, aber das bleibt da nicht stehen, sondern wenn Sie schauen, mal in dem rechten Beispiel sind nur noch 60%, also gar nicht mehr so viel mehr als die Hälfte des Kreises überhaupt vorhanden. Und gleichzeitig nehmen Sie es trotzdem noch als Kreis wahr, einfach weil der gestrichelt ist, nach Ihrer Erfahrung. Ein weiteres Gesetz ist das Gesetz der Erfahrung oder Erwartung. Erfahrung habe ich ja jetzt schon zweimal angesprochen. Und Sie greifen immer auf Ihre vorhandenen Erfahrungen zurück und versuchen, das zu vervollständigen. Das kennen Sie auch beim Überlesen von Druckfehlern. Das spielt dann eine Rolle natürlich auch, wenn Sie selber Aufsätze verfassen. Sie sind irgendwann sozusagen blind für Ihre eigenen Fehler und können die nicht mehr aussortieren. An der Stelle ist es ein Nachteil. Ansonsten hilft es Ihnen aber an vielen Stellen über einzelne Kleinigkeiten schnell hinwegsehen zu können. Das kennen Sie auch, wenn Sie ein Spiel spielen, bei dem man die Buchstaben eines Wortes durchmischt. Solange der erste und letzte Buchstabe des durchmischten Wortes so sind wie die des echten Wortes,
fällt es ihnen viel, viel leichter, dieses Wort wieder zu rekonstruieren. Sie überlesen sozusagen das Vertauschen in der Mitte. Das Ganze spart natürlich für sie auch Speicherplatz und sie nutzen immer das, was ihrer Erwartung am nächsten kommt oder was in der Erwartung am einfachsten oder am passendsten ist. Letztlich ist diese Erwartung oder auch gerade ihre Erfahrung Grundlage des Erfolgs von Metaphern. Man lehnt Metaphern ja bewusst an Existierendes an und möchte damit eben diese Erfahrung möglichst gut ausnutzen und damit Lernaufwand reduzieren. Ihr Gehirn ist leider per se erstmal träge und versucht möglichst wenig zu lernen und versucht möglichst lange auf seinem etablierten Modell zu bleiben. Deswegen sind Metaphern so erfolgreich. Dann als letztes Beispiel möchte ich Ihnen noch das Gesetz der guten Gestalt vorstellen. Es ist letztlich ein Zusammenwirken der Gestaltgesetze. Sie wollen möglichst einfache, regelmäßige, symmetrische, geschlossene Figuren haben und vor allem auch, es erzeugt einen subjektiv aufgeräumten, einen cleanen Neudeutsch Eindruck, wenn Sie wenige definierte Fluchten nutzen. Sie sollten auch Unterscheidung zwischen Figur und Hintergrund gewährleisten. Das ist hier bei dem rechten Beispiel zum Beispiel vordergründig der Fall. Für diejenigen, die eine Vase sehen, ist das hier hervorragend, beglückt durch diesen hohen Schwarz-Weiß-Kontrast. Gleichzeitig aufgrund der Form und aufgrund ihrer Erfahrung wissen einige vielleicht auch, dass sie hier ebenfalls zwei scherenschnittartige Porträts sehen können von der Seite, Gesichter. Und die heben sich dann eben gar nicht mehr ab vom Hintergrund. Von daher müssen Sie eben überlegen, was Sie tun. Das Interessante jetzt ist, dass Sie diese Gestaltgesetze auch noch kombinieren können in verschiedener Weise. Und damit können Sie zum Beispiel über mehrfaches Auftreten desselben Gesetzes etwas noch mehr nach Hause hämmern. Ich habe Ihnen bei der Gleichheit oder Ähnlichkeit das eben gezeigt, wie in wie vielen Aspekten man gleich sein kann, schon an diesem einen Beispiel mit den Buchstabenflächen. Sie können das also über Gleichheit verstärken. Sie können im Gegenzug auch Dinge wieder abschwächen. Da muss man sich natürlich sehr genau überlegen, wann man ein Gesetz, das man bewusst eingesetzt hat, durch entweder seine andersartige Anwendung oder durch Anwendung eines anderen Gesetzes wirklich abschwächen möchte. In Kombination beim Layout möchten Sie natürlich eine möglichst eindeutige und widerspruchsfreie Wirkung erzeugen durch eine Kombination. Schauen wir uns auch dazu ein paar Beispiele an. Das erste wäre, dass Sie Nähe und Gleichheit zum Beispiel kombinieren. Sie sehen links alle Elemente reihenweise entsprechend angeordnet nach dem Gesetz der Nähe, würden Sie annehmen, dass die Reihen zusammengehören. Wenn Sie jetzt das Gesetz der Gleichheit betrachten, erstmal sind alles Kreise, alle ohne Füllung und so weiter. Deswegen links würden Sie sagen, alles gleich kann ich über das Gesetz der Gleichheit als Nutzender nicht weitere Informationen ableiten. Wenn ich mir jetzt die Mitte anschaue, dann verstärkt diese Anwendung des Gesetzes der Gleichheit genau das Gesetz der Nähe, indem ich auch noch die Kreise einer entsprechenden Reihe, die schon näher beisammen stehen, gleich färbe. Umgedreht kann ich das Ganze abschwächen oder aufheben, indem ich die Punkte der Reihen unterschiedlich färbe jetzt, aber dann spaltenweise gleich. Dann sehen Sie, dass man die gleichartige Farbe offenbar als größeres Zusammengehörigkeitskriterium wahrnimmt als die Distanz an sich und dass Sie deswegen hier mindestens eine Abschwächung haben, vielleicht sogar eine Aufhebung oder Umkehr. Wenn Sie sich anschauen, Gesetz der Nähe und Gleichheit können auch je nachdem mal ungünstig wirken. Sie sehen hier, das Gesetz der Nähe wirkt im Fall dieser linken Tabelle äußerst ungünstig, weil die Einträge der Spalte, ohne jetzt darauf einzugehen, was dort genau steht, eigentlich ja nicht zusammengehören, sondern ein Datensatz jeweils in einer Zeile steht. Und eine Variante, das zu korrigieren, läge eben genau darin, über Gleichheit jetzt die Zeilen alternierend einzufärben, wie Sie das in vielen Werkzeugen bereits kennen. Wir hatten eben auch ein Beispiel, Gesetz der guten Fortsetzung. Und da hatten Sie gesehen, man hat eine Linie durch die Punkte durchgelegt, um das klarzustellen. Umgedreht, wissen Sie auch, dass es mathematisch, je nachdem, was Sie tun, gar nicht akkurat ist, Punkte mit einer Linie einfach so zu verbinden, sondern dass Sie das Ganze nur in bestimmten gesicherten Konstellationen tun dürfen. Welche andere Option hätten Sie also? Sie könnten hier das Gesetz der Gleichheit heranziehen und einbringen. Und dann wäre in diesem Beispiel eben offensichtlich, dass
hier nicht die subjektiv wahrgenommene gute Fortsetzung gilt, die die Linie möglichst geradlinig durch diesen Kreuzungspunkt führt, normalerweise nach ihrer Erfahrung, sondern dass hier eben ein anderer Verlauf gedacht ist, bei dem sich die nur zufällig in der Kurve treffen. Solange sie zwei unterschiedliche Skalen haben, könnten sie das Ganze natürlich durch geschickte grafische Darstellung schon von Anfang an eliminieren. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann könnten sie sich behelfen, zum Beispiel über die Farbe. Und dann sehen Sie hier auch, dass diese Farbe jetzt deutlich stärker wirkt als das Gesetz der guten Fortsetzung. Zusammenfassend also, Ihre visuelle Wahrnehmung arbeitet so, dass Sie das sehen, was Sie a. gewohnt sind zu sehen und zum anderen b. das sehen, was Sie zu sehen erwarten. Das sehen Sie hier rechts auch in diesem, aus meiner Sicht, sehr ansehnlichen ASCII-Art-Beispiel. Das entstehen regelrechte Kunstwerke nur aus diesen Standardbuchstaben, Strichen und so weiter. Und wer die Teile betrachtet, der erkennt hier diese Buchstaben, Striche und so weiter. Wer die Summe betrachtet, der sieht eben keine Buchstaben und Striche mehr, sondern der erkennt hier ein Tier. Also das Ganze kann doch etwas anderes sein als die Summe der Teile. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass Sie Ihre physische Wahrnehmung im Gehirn auswerten, basierend auf Ihren Erfahrungen, auf Ihren Emotionen und auf Ihren Erwartungen, was ja die Gestaltgesetze nach Wertheimer auch gezeigt haben.